Hallo und herzlich willkommen zurück bei Franboff oder auch bekannt als Frank Bo. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich entschuldige mich jetzt schon, sollte ich die Synchronstimmen nicht alle so ganz exakt hinbekommen, weil jetzt ja wieder ein paar Tage dazwischen liegen, zwischen den Aufnahmen, hoffe ich, dass ich das alles einigermaßen hinkriege. Es gibt's doch nicht. Dass ich das alles einigermaßen hinkriege. Und wir sind gerade hier immer noch im Thronraum und schauen uns natürlich mal ein bisschen um. Der Thron des Königs. Ob er wohl gemütlich ist? Ich frage mich, warum Könige immer sitzen. Vielleicht ist das die eine Wahrheit. Ein König muss sitzen. Naja, ich glaube einfach, wenn man den ganzen Tag Bittgestelle entgegennimmt, wäre es schäbig, die ganze Zeit immer stehen zu müssen. Oh, diese Blumen sind riesig. Ich frage mich, ob sie gut schmecken. Schmeckt wie Honig. Kann ich mir vorstellen, dass da Honig drin ist sogar. So, wir können jetzt hier raus oder wir können nach links. Und er steht da wie so ein Gigolo. Das ist ja kein Mistkäfer, sondern ist das ein Skarabäe? Skarabäus? Skarabäus, 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 Skarabäus. Nein, nein. Du kannst nicht rein. Es ist geschlossen. Tut mir leid, ich wollte nur sehen, was hinter der Passage ist. Nun, die Bibliothek natürlich. Aber sie ist geschlossen. Kommen Herbst oder Winter wieder. Ja, wird sie geöffnet sein. Hey, bist du nicht der sprechende Baum, den ich zu Palantras gebracht habe? Ja, das bin ich. Palantras gab mir Arme und Beine. Ja, und einen Kopf auch. Das ist sehr gut. Köpfe kann man gut gebrauchen. Ja, aber warum ist die Bibliothek geschlossen? Ja, wenn die Sonne sich um den zweiten Mond von Geterstra dreht, geöffnet. Klar. Nur dann kann man wahres Wissen gelernt werden. Entschuldigung, ich hab da Kaugummi im Zahn. Wahres Wissen gelernt werden. Und das geschieht nur im Herbst und im Winter. Oh. Im Sommer oder Frühling lernt man also gar nichts? Natürlich lernen wir. Wir lernen ständig. Ich lerne gerade jetzt, dass du gerne viele Fragen stellst. Naja, ich bin neugierig, darum. Hier in Eterster sieht alles so anders aus. Du bist wohl nicht von mir. Naja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, das war doch mal eine freundliche Persönlichkeit. Wir schauen uns weiter um, wir dürfen da ja nicht hin. Vielleicht müssen wir die Jahreszeiten ändern oder wir müssen irgendwie anders in die Bibliothek kommen. Wow, das ist etwas gruselig, aber auch so schön. Fühlt sich an, als könnte ich fast fliegen. Ich würde Mami und Papi gern herbringen. Sie würden es hier lieben. Oh. Ich wette, kleine Bienen würden diese Blumen lieben und sie oft küssen. Ja, sie wettet sehr häufig. Schon wieder so eine Wache. Was steht hier? Ah, ja. Oh, wow, das verstehe ich nicht. Das ist das Baumsymbol. Aber ich frage mich, was es bedeutet. Naja, Wurzeln und Äste, ne? Ich kann jederzeit fragen. Hier ist eine Flagge. Die Flagge weht sehr stark. Hallo, du. Kommen hier noch die Blümchen. Hier geht's noch nach unten, glaube ich. Wir reden mal mit der Wache hier. Hallo. Bist du eine Wache? Ja. Oh, verstehe. Weißt du, wo der Berg Gutrem ist? Ja. Kannst du mir sagen, wo er ist? Ja. Nun, sag es mir bitte. Den Gutremberg gibt es nur im Winter. Im Winter? Wovon redest du? Natürlich. Im Winter. Was dachtest du? Aber ich
kann nicht auf den Winter warten. Oh, darauf wartet man. Man geht dahin. Gehen? Oh, aber wie? Tut mir leid, ich bin nicht so gut im Erklären. Geh die Treppe runter und dann geradeaus. Du wirst einen Uhrmacher finden. Er kann Dinge besser erklären als ich. Hat er zumindest mal bei mir versucht. Okay, danke. Gut, dann gehen wir mal die Treppe runter. Ein Uhrmacher. Ist ganz weird irgendwie. Von der Klinik jetzt hier in diese komische Landschaft ist so ein Unterschied. Und wir haben die Pillen auch nicht. Ich frage mich, was das für Steine sind. Ich frage mich vor allen Dingen, ob sie das gerade träumt oder nicht. Oh, so viele Fische. Sie scheinen es eilig zu haben. Wo geht ihr alle hin? Geht ihr nach Hause? Ich möchte auch nach Hause gehen. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. So, da kommen wir zur Bibliothek und zum Baum. Da oben kommen wir zum Berg. Das hier ist Wind oder was? Und hier kommen wir zum rollenden Obststand. Ich gehe erstmal zum Obststand. Ich gehe erstmal. Offenbar gehen wir einfach. Wir können da lang gehen, aber wir können. Ah, okay. Da freue ich mich jetzt schon, die ganzen Synchronstimmen irgendwie hinzukriegen. Oh, weia. Hallo! Wolfstock! Wer? Ich, Fran. Siehst du mich nicht? Oh, jetzt sehe ich ein wenig. Oh, du hast ja vier Augen. Wow. Vier Augen? Ich habe keine. Was verkaufst du da? Ach, nur die besten Blobber vom ganzen Land. Willst du mal riechen? Klar. Oh, sie sehen aus wie Kokosnüsse. Sammle ich. Das sind keine Kokosnüsse. Das sind quasi Kackernüsse. Wie auf der Toilette? Wow, ich dachte, es wäre nicht so gut, zu essen. Nicht gut? Wieso denn? Die Aa ist ja lecker. Wir lieben sie hier. Die Kacka lässt alles wachsen und leuchten. Ja, ich muss jetzt los. Viel Glück mit deinen Plobbers. Ja, tschüss. Ja, gut. Wir können wir Kacke kaufen? Oh, was für ein kleiner Laden. Und er riecht echt komisch. Gut, die möchte ich, glaube ich, nicht kaufen. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen die irgendwann holen. Grüße. Seid ihr interessiert an Stoff und Faden? Denn ich habe welchen. Ich bin nur neugierig. Wofür braucht ihr Stoff? Jeder ist nackt. Wofür auch immer ihr ihn braucht. Wir haben auch Faden, um andere Dinge zu machen. Verstehe. Ich muss los. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag. Ich bin Bruder. Und ich schmelze dieses Stück Eisen. Für was denn? Ich muss dem Uhrmacher ein paar Uhrenteile liefern. Oh, verstehe. Du kennst dich also aus mit Metall und so? Klar. Wenn du Ideen hast, sprechen wir darüber. Und padam, padam, ich mache das. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Nun, ich muss arbeiten, aber wenn du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest. Das sind aber sehr höfliche, ich weiß nicht mal, also ja, wir haben ja teilweise Insekten und teilweise Steckrüben, Wurzelgemüse, ich bin mir gar nicht so sicher. Ach du Heilige. Hey, ich finde, du hast wunderschöne Früchte da liegen. Danke dir, Liebes. Möchtest du auch etwas? Oh nein, ich bin auf einer Mission und ich will hungrig sein, wenn ich ankomme. Oh, aus welchem Teil Iterstas kommst du? Kommst du von abseits der Insel? Nein, ich komme gar nicht aus Iterstas. Ich bin ein Mensch. Oh, ein Mensch. Das ist etwas Neues. Nun, ich hoffe, du erfüllst deine Mission. Oh, danke. Werde ich. Wir sehen uns. So, hier ist ein Schild, das kann man eh nicht lesen. Ein schöner Stand mit vielen Uhren.
Können wir hier vielleicht Winter machen oder was? Hallo, was tust du da? Ich arbeite an meiner Uhr. Oh, verstehe. Weißt du, wo ich den großen Zauberer finde? Nein, ich mache Uhren. Ich repariere Uhren. Ich höre Uhren. Tick-Tack. Und weißt du, wo Berg Kotrim ist? Der Kotrimberg existiert nur im Winter. Sonst ist das nur ein normaler Berg. Ich kann aber nicht auf den Winter warten. Der König hat gesagt, dass der Zauberer dort ist. Man muss doch nicht auf den Winter warten. Wie absurd. Zeit ist unendlich geschichtete Realität. Oh, eine geschichtete Realität? Das klingt toll. Was soll ich jetzt tun? Geh zur großen Uhr und ändere die Jahreszeit. Ja, einfach ändern. Wo ist die Uhr? Nun, geh in Richtung Schloss. Aber geh nach links, wenn du die Treppen siehst. Auf dem Baum wirst du eine große Uhr finden. Viel Glück. Danke sehr. Du bist sehr nett. Tschüss. Oh. Hallo, gibt es Neuigkeiten? Guten Tag. Natürlich. Möchtest du die Zeitung lesen? Ich kann Itiran... Wie nennt man die Sprache in Iterstar? Weißt du das nicht? Das ist Iternisch. Bist du ein Tourist? Ja, bin ich. Ich bin ein Tourist. Mein Name ist Fran. Ich habe noch nie einen Touristen gesehen. Und eine Fran auch nicht. Willkommen in Iterstar. Ich hoffe, du hast dir Spaß. Vielen Dank, ich muss jetzt los. Tschüss. Okay, wir haben jetzt erfahren, wo die Uhr ist. Es sind einfach unnormal viele Gespräche hier. Was haben wir denn da? Oh, von Orangen bekomme ich Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht warum. Babywurzeln, ihr werdet gegessen werden. Vor allen Dingen verstehe ich gar nicht. Also das hier ist eine Ameise, hier ist eine Raupe, da ist ein Grashüpfer. Wie klein müssen diese Orangen sein? Wie winzig. Und warum essen... Und vor allem die Bäume hier müssen auch winzig sein. Eigentlich... Aber vielleicht ist ja eine andere Realität. Oh, um schwere Dinge zu tragen. Oh, eine Schnecke mit einem Spiel offenbar. Hallo. Guten Tag, junges Ding. Was tust du denn da? Kann den Sinn im Sinnlosen nicht erkennen. Hä? Was meinst du denn damit? Mach mit, junges Ding. Wenn du lebendig zurückkommst, gebe ich dir eine Goldmünze. Mitmachen? Wobei mitmachen? Das Spiel beginnt gleich. Du bist Kamalas. Ich bin Valukas. Schwarz und weiß, sowie Schatten und Licht. Ist das irgendein Brettspiel? Ja, ein Brettspiel. Tauchen wir ein in dieses Abenteuer. Du gegen mich. Du bekommst eine Münze, wenn du gewinnst. Na, was meinst du? Ja klar, aber wie sind die Regeln? Wer es schafft, drei gleiche Symbole, diagonal, horizontal, oder vertikal zu legen, gewinnt. Wir werfen die Maschine und schauen, wer anfängt. Bist du dabei?
Also, Tic-Tac-Toe klingt wie ein Spiel, das wir in der Schule gespielt haben. Aber warum gibst du mir Gold, wenn ich gewinne? Zeit ist Gold. Und ich bin sehr alt. Ich bin schon sehr lange hier. Ich will einfach nur Spaß haben. Verstehe. Na dann spielen wir. So, hat ein bisschen länger gedauert, weil eine Schnecke. Was heißt das? Schwarz fängt an. Ja, so. Zack. Haha, schon gewonnen. Ältester Trick der Welt. Okay. Er fängt an. Wir fangen an. Zack. Na gut, da ist klar, wo er hinsetzt. Ist klar, wo wir hinsetzen. Das wird ein Unentschieden. War klar. Mist, er fängt wieder an. Und er fängt wieder den gleichen Move an. So. Hä, ich verstehe seine Strategie gerade nicht. Doch, ich verstehe seine Strategie. Wenn er jetzt hier einsetzt, dann kann er da oder da vervollständigen. Also setzen wir natürlich hier hin. Oh, der Sack. Der Sack. Oh, der Sack. Wow, nicht schlecht. Ja, das war klar. Okay. Wollen wir mal seinen Trick anwenden? Obwohl, wenn er hier sitzt, müssten wir gleich hier setzen. Okay. Merken wir uns mal. Ah, nicht dumm, der Junge. Zack. Ja, hallo? Na, das wird doch nix. Wir müssen... Ich probiere mal seinen eigenen Trick. Mal gucken. Da wird er wahrscheinlich drauf gefasst sein. Wird er vielleicht auch nicht. Doch, er wird. Clever. Könnte ein bisschen dauern. So, zack. Lustig, wie der langsam überlegt, oder wie der manchmal so lange überlegt, ne? So, jetzt wird er natürlich hier oben einsetzen. Klar. Warum er den da jetzt gesetzt hat, ist mir auch ein Rätsel. Das ist völlig unlogisch, dass er da einsetzt. Aber das bringt ihm gar keinen Vorteil. Zack. Jetzt fängt er da an. Naja, ich fange nochmal in der Mitte an. Das verstehe ich auch nicht ganz, aber gut. Hätte ich fast einen entscheidenden Fehler gemacht. Kann ein bisschen dauern, wie es aussieht. Können sich noch ein bisschen hinziehen. Scheiße, jetzt kriege ich den Trick nicht mehr zusammen. Ja, wo ich ja noch sagte, ältester Trick der Welt, kriege ich aber nicht immer zusammen. Ich vergesse immer, wie der geht. Doof. Also so schon mal nicht. Ich fürchte, das kann noch ein bisschen dauern. Nein! Ich Doofi! Oh, da hat er mich wieder abgezogen. Hat er mich wieder abgezogen. Ich falle auch immer drauf rein. Ist, glaube ich, auch ganz egal, wo ich das mache. Erste Runde lief gut. Habe ich mich verarschen lassen von ihm? Ärgert mich gerade. So. Außerdem fängt er immer an, der Drecksack. So. Ja, netter Versuch.
Na, wenn ich jetzt da setze, ist natürlich doof. Er setzt seinen ersten da. Ah ja, so geht's. Juhu! Ich fürchte, wir brauchen aber noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, ehrlich gesagt. Oh, warte. Oh, juckt. Aha, was ist denn los? Hab gerade das angefangen aufzunehmen. Hilfe, Hilfe. So. So, mal schauen. Oder wollte ich ihn auch setzen? Nein. Na gut, dann setze ich ihn hier oben. Wobei, nee. Muss ich aber. Da kann ich schon nicht mehr vervollständigen. Ich könnte jetzt... Ah, ja, hier. Ciao. So. Da würde er wahrscheinlich einsetzen. Da müsste ich jetzt eigentlich einsetzen. Zack. So, das gleiche Spielchen wie immer. Und dann machen wir mal... Einfach mal dahin. Und einfach mal dahin. Zack. Und schon wieder gewonnen. Zack. So. Ich frage mich, wie lange das hier geht. Ich glaube, ein bisschen kann man noch machen, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir brauchen werden. Das kann ich noch gar nicht vorausorakeln. Ja, das war ja schlau. Zack. 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 Ja, mach ich mal hier hin. Kann er machen, was er will. Wir haben eh gewonnen. So. Ah, es gab eine Auszeichnung. Faster than a snail. Weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Ich glaube, das reicht jetzt, oder? Wenn wir eine Auszeichnung sogar schon haben. Sehr gut gemacht. Kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. So.